glaube, es kommt klar. Aber unser Ziel war, den Berg zu befreien. Und jetzt? Bleibt bereit. Schärft eure Speere. Falls wir nicht zurückkehren, müsst ihr den Schnitt verteidigen. Wenn unser Häuptling damit einverstanden ist... Hört sich vernünftig an. Aber hoffen wir, dass das nicht eintritt. Häuptling? Verantwortung zu tragen ist eine große Last. Das ist mir bewusst. Ich nehme an, du hast noch nicht mit Uriah gesprochen? Warum sollte ich? Das ist es, was sie wollte. Zum Donnerkamm zurückzukehren. Ihr einziges Ziel. Ich hätte also wissen sollen, dass sie meinen Speer beiseite stößt. Als meine Schwester von den Katscha zurückkehrte, war sie verändert. Was widerfuhr Uriah, als sie eine Gefangene der Katscha war? Als Schamanin ist sie geschickt mit Maschinen. Sie verfolgen, sie betäuben. Die Katscha fingen die Maschinen mit ihr für den Sonnenring ein, wo sie auf Unschuldige losgelassen wurden. Sie wurde zum Teil ihrer Blutspiele. Diese Schande ertragen unter der gnadenlosen Sonne. Sie überlebte. Sie ertrug es. Ertrug es, indem sie an die Stimme dachte. Ihre Bestimmung. Und jetzt ist es alles, was sie hat. Was geschah mit der ersten Expedition? Uriah führte uns zum Gipfel. Aber dort war ein großes Tor. Eine Art Brutstätte. Neues Metall. Wir wollten es durchbrechen, aber es ging nicht. Wir waren erschöpft. Kein Weg voran, Maschinen hinter uns. Ich entschied mich zum Rückzug. Wir verloren viel. Doch zu bleiben wäre schlimmer gewesen. Ich hatte gehofft, das Uriah nie wieder anzutun. Was glaubst du, ist hinter dem Tor? Ich weiß es nicht. So viel Metall, das tote Brummen, dort kann nichts Gutes sein. Auf dem Berg erwarten uns Maschinen und Tod. Unserer oder der des Dämons. Und wenn wir die Stimme doch finden? Dann sollten wir sie vielleicht von ihrem Leid erlösen. Ich bin wirklich froh, dass du mich begleitest. Jemand muss auf Uriah aufpassen. Ich werde dies den Osseram geben. Was sie auch tun. Sie tun es mit Leidenschaft. Okay. Bin ich blind? Da ist der Weg. Wollte gerade sagen, ich finde den Weg nicht. Und dieser Weg, ja, es wird ein normaler. Schwierigkeit ist auch normal, also sollte ich nicht zu sehr leiden müssen. Ich will sie nicht verschreien, aber wird schon zu machen sein. Hallo, Rea. Was kochst du Schönes? Aloy, hier ist sie. Meine Chance, mich wieder mit der Stimme zu vereinen und sie vielleicht mit dem blauen Licht zu vereinen. Diese Chance hätte ich sicher nicht alleine gehabt. Ich brauchte einen Fremden. Jemand, der unwissend über uns ist. Aber nein, nicht unwissend. Ich... Willst du dich bedanken, Uriah? Ja, natürlich. Denn so bist du. Du löst Knoten und schaffst Möglichkeiten. Danke, dass du diese Reise ermöglicht hast. Ich wünschte nur, Aratak hätte nicht gedemütigt werden müssen. Es war gut, ihn mitzunehmen. Er hat es verdient, so stur wie ein Stein. Aber das musste sein. Der Krieg forderte es. Und ich ebenfalls. Aratak erzählte mir, dass du lange Gefangene der Katscha warst. Das klang schrecklich. Für Aratak liegt alles nur daran. Er denkt, die Katscha endeten mich. Das stimmt nicht. Sie schafften nur meinen Blick. Wenn alles verloren ist, denkst du an das, was wirklich wichtig ist. Die Stimme. Das blaue Licht. Das Jenseits. Und an meinen Bruder. Immer wenn ich den kalten Nordwind spürte, dachte ich an ihn. Sorgte mich um ihn.
for family. Was machte der Krieg mit Aratak? Er riss alles fort, bis nur sein wahres Selbst übrig blieb. Unbeugsames Eis. Kein Banuk hat mehr Willenskraft. Er kämpfte sich durch 1000 eiskalte Nächte, doch er traf am Morgen immer seine Jäger. Man sagte, er litt 23 Wunden in dieser Zeit. Seine Jäger zählten mit, er beklagt sich nie darüber. Er sagt nur, das Leben sei mit mir schwieriger. Er hat recht. Ich habe ihm immer nur Kummer gemacht. Jetzt, wo ich Häuptling des Verax bin, kann ich dich wohl nicht anweisen, von Silence zu erzählen? Aratak hätte nie gewagt, ein Geheimnis des Konklaves zu erfahren. Doch du bist nicht Aratak und wenn du mit Silence zu tun hattest, ist es nur allzu verständlich. Silence kam aus dem fernen Norden nach Ban-Ur. Ein junger Schamane der Eulenwache. Ein ferner Verak, der selten zum Handeln herkommt. Silence war ein Schamane? Das stimmt. Zumindest sagte man das unseren Boten bei der Eulenwache. Sie sagten, er wäre einer. Niemand weiß so viel über Maschinen wie er und er war bereit, sein Wissen mit uns zu teilen. Es dauerte nicht lange, bis das Konklave ihm vertraute und ihm letztlich gewährte, teilzunehmen. Was ist mit dir? Hast du ihm vertraut? Nein. Doch er beeindruckte mich. Er strahlte Sicherheit und Autorität aus. Ich wollte von ihm lernen, aber dazu kam es nicht. Wir haben ihm unseren allerheiligsten Treffpunkt verraten, die Eishöhlen des Malmstrom, einen Monatsmarsch von Ban-Ur. Wir trafen uns gemäß der Tradition im Winter. Aber als wir wiederkamen, waren die Höhlen geplündert. Relikte der alten Welt gestohlen. Löcher im Eis und Metall. Ja, das musste Silence gewesen sein. Er verschwand mit der Beute. Wir schickten unsere besten Verfolger los. Keiner kam zurück. Und als wir dann die Eulenwache fragten, waren seine Bürgen einfach verschwunden. Als hätte er nie existiert. Einige im Konklave zweifelten sogar daran, dass er ein Banuk sei. Was meinst du dazu? Er hat ein unverzeihbares Sakrileg begangen. Er ist skrupellos und gefährlich. Aber auch brillant, bewandt und sachkundig wie kein Zweiter. Abgesehen vielleicht von dir. Jeden anderen würde ich warnen. Aber du könntest vielleicht bei ihm Erfolg haben. Sei trotzdem vorsichtig. Ich werde daran denken, Orea. Danke. Was finden wir da oben, Orea? Ruinen. Maschinen. Ein Tor wie das einer Brutstätte. Ich glaube, dass du es öffnen kannst, Aloy. Denn dahinter liegt die Stimme. Ich weiß, dass sie dort ist. Doch ich glaube, dass der Dämon den Weg verbergen will. Es war nicht einfach für dich, Orea, hierher zurückzukehren. Alles, um ihre Stimme wiederzuhören. Diesmal hören wir sie beide. Das wäre schön. Also bist du bereit? Sobald wir aufbrechen, ist der Rückweg schwierig. Schöne Zeichnung. Endlich unser Aufstieg. Wie? Ich sehe keinen Weg hoch. Nicht hoch. Durch. Jetzt, Bruder!
Die Stimme wartet! Und noch einiges mehr. Es wurde Rauch in der Anlage entdeckt. Dies ist keine Übung. Bewahren Sie Ruhe und gehen Sie zum nächsten Ausgang. Ich wiederhole, dies ist keine Übung. Du siehst ja, auch ich kann über die Macht der Alten verfügen. Was war das hier? Die Stimme sagte mir, dass das einst alles Teil ihres Reiches war. Eine Festung, die die Menschheit vor einer schrecklichen Gefahr schützte. Festung? Sieht mir wie eine Maschine aus. Ist das nicht passend? Das blaue Licht weilt oft in Maschinen. Dann ist hier hoffentlich auch welches. Oh, gut. Hier, einfach rüber. Wirklich? Ich bin mir sicher, da kann ich rauf, oder? Nein, kann ich nicht. Komme ich da durch? Nein. Was? Wo soll es hier hin? Probieren wir es noch einmal. Nein. Nein, gibt's ja nicht. Ah, wirklich? Ach, komm schon. Ich fühle mich leicht betrogen. Audiodatei oder Textdatei? Text. No. Hm. 21. November 2064. 3 Jahre ist es her, dass ich zuletzt hier war. Und 12, seit ich hier Chef war. Nur eine Notbesetzung hier, die nicht weiß, was ich hier will. Ich auch nicht. Anita will, dass ich den Betrieb eine Weile unterbreche. Vielleicht für sehr lange. Und ich weiß nicht, wieso. Aber ihrem Tonfall nach war der Grund entsetzlich. Könnte ich ihr nur in die Augen sehen und sie fragen, was sie so in Panik versetzt hat. Aber das ist ja nichts Neues. Wann wünsche ich mir das schon nicht? Hier sind Erinnerungen. Nachrichten von den Alten. Ich bin nicht sicher, Maria. Und jetzt? Kann ich da einfach runtersnipen? Das sind ja nur Wächter. Boy, boy, boy. Nice! Ich hätte nicht runterfliegen sollen. Oh ne. Ja, hoffentlich. Ich krieg jetzt schon auf die Nuss. Das ist kein guter Start. Bei dem Tempo. Ist er auf unserer Seite? Ich glaube, das hat geholfen. Bam, 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 bam. Ich kann mir schon eine Heilung reinschießen. Fünf Stimme, 2 Hände. Kabumsen. Der Weg. Oh, meine Heilung ist das nicht gut. Alles. Lager braucht das für das Schmiedefeuer. Ha! Sehr witzig. Jetzt kriege ich das. Obwohl ich da schon fertig bin mit der Mission. Nein, da geht's nicht drauf. Gehen wir unten durch einmal. Ich weiß nicht, warum ich die noch loote. Haben wahrscheinlich nicht interessant das Metallgefäß. Ich brauche nur Heilung. Nur Heilung wird benötigt. Zünder auch. Heilung. Feuerbrennwurzel. Wenn der Häuptling langsam geht, tun wir das auch. Problemtyp. Okay. Nein, das hat fast nach Griffen ausgeschaut. Ach komm, da wird doch irgendwo Heilung liegen.
heilende Perlröte. So viel Heilung auf einmal. Boah. Ja, hier lang. Wir gehen nach oben, wenn du fertig bist. Eloy. Mit was fertig? Gibt's da hinten noch Loot? Wir checken's out. Check it out. Ah. Aber, okay. Umsonst gerannt. Uhuhu. Keep on rolling, rolling, rolling. Ja. Schon cool. Es ist nicht mehr weit. Ich werde nicht zu erschöpft vom Stiegenrennen, alter Mann. Harry. Oh. Bei unserem letzten Besuch kämpften wir uns hier durch. Aber Maschinen überrannten uns. Wir gaben nach, verloren Bestände und erlitten Verluste. Nun müssen wir siegen. Mit zwei Kriegern und einer schutzlosen Schamanin. Aloy ist kein gewöhnlicher Krieger. Und ich komme gut zurecht. Außerdem könnten wir diesen Weg nehmen. Da oben sind Maschinen, aber auch Deckung. Wir bleiben unentdeckt. Für eine Weile. Na schön. Ich hab verstanden. Jetzt folgt mir einfach. Ich glaube, ich nehme meine Vergifterpfeile. Dampffrost. Oh. Wozu war das gut? Was? Okay, ja, die kann man snappen. Waffen. Wo ist der Vergifterpfeil? Was kommt weg jetzt? Du kommst einmal weg. Vergifter, Verderbnis. Wo sind sie? Da sind sie. Ah, es funktioniert nicht. Nicht schon wieder. Es funktioniert nicht. Funktioniert es nicht, weil ich außer Reichweite bin? Ich nehme den oberen Weg dann. Warum nicht? Hopps. Weil ich die Stiege nicht erwische. Ich ging dort lang, vor Jahren, als ich vor den Maschinen Deckung suchte. Dort stehen jetzt sicherlich Wachen, aber vielleicht bleiben wir unbemerkt. Manche Gefahren lauern versteckt. Achtet auf Pirscher. Oh, ich habe die falsche Seite gewählt. Pirscher, dämonischer Pirscher. Bringen wir es hinter uns. Lass sie euch kommen. Meiner. Das ging noch mal gut. Naja, nicht wirklich. Oh, wo stehe ich denn da jetzt drin? Geht's. Das war knapp. Das läuft nicht gut gegen den. Schon größere Herausforderungen. Lass mich doch in Ruhe, Mann. Oh, der Pirscher rückt mir in die Kelle. Okay, jetzt ist normales Business. Greif mich ruhig an, auf eigene Gefahr. Auf eigene Gefahr. Oh. Möge uns das blaue Licht führen. Jetzt aufhalten.
Was lebt hier noch? Nichts kann mich aufhalten. Denke ich mir auch oft. Und dann hat mich der Pirsch erwischt. Und dann hat mich was aufgehalten. Ein Pirscher. Oh, Pirschers. Hier geht. Wo ist deine Leiche? Hier. Was ist das? Eisraffel. Schon besser. Ich habe keine Zeit mehr zum Erholen. Ich glaube, die fighten schon den nächsten Pirscher. Ja. Ich sehe dich. Du bist weiter gestunt gleich. Ich schieße nicht daneben. Ich hoffe, ich treffe den gerade. No! Hopp, wer trifft mich? Granaten. Unsere Feinde sind. Granaten. Okay. Huh. Ich habe viel zu wenig Heilung für diesen Ort. Das ist gerade mal das größte Problem. Mal sehen, was der Blauglanz wert ist. Oh, Blauglanz. Ich kann mir die Rüstung kaufen, die ich mir kaufen wollte, bevor ich diese Mission mache. Möp, möp. Was sagt die Muni? Wird wahrscheinlich bald wieder aufgefüllt. Oh, was haben wir hier? Okay, Langbein, sehr schön. Das haben wir. Haben wir locker weg. Ich glaube, ich habe den Rücken getroffen. Ja. Kann den Zücken gleich mal. Bams. Mein kritischer. Wir müssen siegen. Das werden wir. Auf jeden Fall. Ja, denn er wird wieder explodieren. Meine Miete. Toll. Er erwischt mich mit seinem selbstexplosierenden Schlaf. Explosierenden Schlaf. Nice one. Ich glaube, ich bin auch schon bereit für den Schlaf. Den explosierenden. Ach komm, keine Heilung. So wenig. Progress at least. Dort oben ist Ort und Schutz. Wir sind fast durch. Ja. Ich kann das Kühlsystem nicht wirklich abschalten, aber ich kann den Stromverbrauch drosseln, bis es vollständig von der Caldera verdeckt wird. Aber wovor verdeckt? Firebreak aus Sicherheitsgründen schon immer geheim. Aber das wäre übertrieben. Selbst für den verstorbenen Mr. Blevins. Was könnte Anita aus der Ruhe gebracht haben? A Virus. Das wird zu schwer. Was? Ich renne in die falsche Richtung, oder? Oh nein. Doch, vielleicht. Ist das der andere Weg? Ich glaube, das ist der andere Weg. Okay, nein, nein. Keine Lust auf einen zweiten Fight gerade. Den ersparen wir uns. Die Heilung ist schon niedrig genug. Ist das ein... Vielen Dank, dass ihr alle heute hier seid. Ich schätze, es ist nicht alltäglich, in einem aktiven Vulkan Cocktails zu trinken, oder? Bis auf George. Und ich kann es ihm wirklich nicht verübeln, dass er trinkt auf der Arbeit. Nichts von dem hätte funktioniert ohne unseren hochgeschätzten Direktor, Kenny Cha. Also, auf dich, Kenny. Nur dank dir schläft die Yellowstone Caldera. Du verdienst deine Margarita. Einen Moment noch bitte, Leute. Ich will etwas hinzufügen. Denn das alles wäre nicht möglich gewesen ohne unseren Lead-Programmer. Danke, Anita. Dafür, dass du uns unser Genie geliefert hast. Cyan. Ich stimme zu, Direktor Chao. Okay, Cyan. Was ist die neueste Zahl? Der aktuelle Stand ist 1654. Oh, darauf trinken wir zusammen.
auf 1654 weitere Jahre ohne eine Eruption. Das war die Stimme mit den Alten. Ich konnte aber nicht alles verstehen. Du hattest recht, Urea. Dieser Ort sollte Schreckliches aufhalten. Und das tat er. Und die Stimme. Ich glaube, langsam weiß ich, was sie sein könnte. Die Tür ist jetzt offen. Ei. Heilung? Oh, yes. Warte mal. Das schaut nach tot aus, aber... Hui! Was haben wir hier? Monster? Was denn sonst? Kann ich die wirklich nicht in meine Monster machen? Nein, kann ich nicht. Awesome. Hey Mann. Jetzt wird's laut. Was haben wir hinten? Säbelzahntiger? Lasst sie nicht aus den Augen! Oi. Ich sehe ihn. Er versteckt sich. Drängen wir sie zurück! Ja, oh! Er kommt mir schon zu nah. War doch nicht irgendwo seine Waffe? Aber ich kann sie nicht nehmen. Ich kann nur meinen Tod gleich nehmen, wenn es so weitergeht. Oh, komm schon. Schaltet sie auf! Echt? Das wollen wir doch gar nicht. Sind doch so nett, die Monster. Einen Schlag leer. Okay, jetzt schaffen wir es zum Minenwerfer. Du hast einen Meister gefunden. Ah, ich kann nicht rollen damit. Wir dürfen nicht töten. Nichts steht zwischen uns und der Tür. Ich loote noch. Wir nehmen dann mit. Ich habe Schaden bekommen durch die eigenen Minen. Gut zu wissen. Oh, was Interessantes hier. Lohe. Und wieder einmal und gehört der Sieg uns. Ja. Oh. Heavy Ding. Vielleicht zahlt sich's aus, vielleicht nicht. Vielleicht kann ich es gar nicht in den nächsten Raum mitnehmen. Ich hoffe, ich kann. Wäre nicht schlecht. Aber kann auch schlecht für mich enden. Dass ich das ganze Teil mitzahle. Mitzei. Und dann nichts nutzen kann. Mobilisiere Verteidigung. Jetzt geht's los. Mehr Maschinen. Bereit machen. Wo sind sie? Das ist wenn dann schon mal gescheit Schaden. Oh. Ich brauche die Pfeile. Ich weiß jetzt schon, dass ich die Pfeile brauche. Können wir gleich hier mal vorfüllen. Okay, Sturmschleuder vorfüllen. Die wird auch gebraucht gleich. Diese Pfeile werden gebraucht. Die sind ganz wichtig bei den Fetten. Schaut schon besser aus. Daneben, Dicker. Oh, wow, nicht daneben. Nein! Gut, ich habe immer noch... Nicht gut. Gut, ich bin noch immer am Leben. Puh. Das heißt, ich werde den Minenwerfer wahrscheinlich für den Großen aufspannen. Oh nein. Minenwerfer? Oh nein.
Ganz schlechter Checkpoint. Oh, Mist. Oh yeah. Oh yeah. Das wird nicht gut für mich. Ich muss gleich mal alles abtrennen, was ich kriegen kann von dem. Alles abtrennen, was zum Entfernen ist. Ich habe ganz vergessen, wie ich jetzt weitere Pfeile heraufgebe. In dem ganzen Chaos. Ja, das kann ich gut gebrauchen. Hier oben Taste. Die Taste ist es. Okay. Sicherheitsrisiko erkannt. Mobilisiere autonome Verteidigung. Jetzt geht's los. Mehr Maschinen. Bereit machen. Und die Pfeile hat gar nichts gemacht. Für das blaue Licht. Ich habe sicher irgendwo Tränke, die ich mir reinhauen kann. Okay, nächste Taktik. Ein Meer aus Fallen aufstellen. Oh yeah. Und Verstärkungstrank dann reinhauen. Trank. Die Fallen da unten überhaupt zuschnappen werden? Das ist die nächste Frage. Kann ich das aufmachen und ihn selber rausholen? Es gibt keinen Fallen im Maximum. Schauen wir einfach mal, wie viel wir wirklich niedersetzen können hier. Fallen Galore. Da war der Verstärkungstrank. Ich hoffe, die verschwinden nicht einfach nur, weil ich will. Den Auftrag annehmen hinten, die Tür annehmen. Und mir ist vorgekommen, dass meine Pfeile auch gerade nichts gemacht haben. Okay, das Minenfeld schaut schon besser aus. Hier nochmal sowas her. Scharf machen. Sollten scharf sein. Dann Verstärkungstrank. Bögen. Mist. Den brauche ich gerade nicht. Das ist ganz wichtig. Wir sowieso alles brauchen, was ich da finden kann gleich. Bei Deckung gibt es ja nicht wirklich viel hier. Okay. Halten habe ich vergessen. Sicherheitsrisiko erkannt. Mobilisiere autonome Verteidigung. Jetzt geht's los. So, mal schauen. Mehr Maschinen! Bereit machen! Ich glaube, ich habe schon mal was runter bekommen. Die Fallen haben wir mal nicht viel getan. Das ist schade. Das war ein wilder Schwung in die falsche Richtung. Ihr werdet niemanden erwecken.
auf, Eloy. Lauf. Die Fallen haben, glaube ich, nicht viel gemacht. Aber sie stehen noch ein paar. Vielleicht kann ich ihn rüberlocken zu mir. Kann ich. Ein paar Fallen hat er mit erwischt. Ja, ich verstehe dich. Ich mag die Dinge auch nicht. Lauf! Rolling, 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 rolling. Kann ich die Dinge endlich runterlösen? Keine Munition mehr. Boom, 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 boom. Uff, wo ist mein nächster Verstärkungstank? Hier haben wir einen. Das ist Feuer. Das ist Verstärkung. Das ist schon der Bosskampf. Oh. Wie viel Schaden willst du noch machen, Gott? Oh. Wo ist das Loch zum kritischen Schaden? Mist. Das habe ich aber fett Gott Schaden gemacht. Ich werde nicht auf. Mach es doch weg. Ich halte nicht viel von Ruhmesliedern. Aber dieser Kampf damit kann war den Eisdorn Strophe flicken. Würdig. Und jetzt, Aloy, die Tür. Kannst du sie öffnen? Finden wir es raus. Nur eine Strophe. Alle Strophen. Es ist Jahre her, seit ich hier stand. Seitdem hat der Dämon die Kontrolle. Wie eine Krankheit, die all die Maschinen befällt. Alles ist verändert. Verdorben. Der Pfad, der mich zur Stimme geführt hat, ist verschwunden. Dann finden wir einen anderen, Orea. Versprochen. Also gut. Los geht's. Ja, beenden wir es. Also gut, es geht runter. Das war sicher nicht der letzte Fight, also. Mal voll looten, bevor es zum nächsten Donnerkieferkampf geht. Der mich dann wieder total vernichtet. Nette Beleuchtung hier drinnen. Davon könnte ich was lernen für mein Zimmer. Da ist nochmal ein fetter Bosskampf immer. Feuer und Blitze. Dieser Ort ist für Maschinen, nicht für Menschen.
Ich bin bei dir, Bruder. Wir werden nur so lange bleiben, wie wir müssen. Wir müssen an der Lüftung vorbei. Bleibt hier, bis ich einen Weg für uns gefunden habe. Verstanden, Aloy. Nicht ins Feuer fliegen. Haben wir Heilung? Oh, yes. Oh, es kommt wieder irgendeine Rumgekletterei hier drin. Ah, ich sehe es. Muss ich das ausschießen? Muss ich. Von hier aus kann ich sie wohl nicht schließen. Ich muss rübergehen. Mehr. Na, kletter nochmal. Gutes Timing. Diese Schlacht haben wir gewonnen. Auf zur nächsten. Nee, wir haben nicht gewonnen. Ich bin in den Tod gestürzt. Oh, daran habe ich gar nicht gedacht, dass das sein kann hier. Cool. Neues Metall. Cool. Feuer und Blitze. Dieser Ort ist für Maschinen, nicht für Menschen. Ich bin bei dir, Bruder. Wir werden nur so lange bleiben, wie wir müssen. Wir müssen an der Lichtung vorbei. Bleibt hier, bis ich einen Weg für uns gefunden habe. Verstanden, Aloy. Oh, ich will da nicht wieder rauf. Von hier aus kann ich sie wohl nicht schließen. Ich muss rübergehen. Okay. Richtiges Timing, hat sie gesagt. Ich brauche gutes Timing. Dass der Schockschaden weggeht. Wie lange dauert denn das? Jetzt dann. Ich hoffe, dass sie mir nicht zu viele Puzzles in diese Richtung geben. Was glaub ich hier? Der Förderbänder bringt mich sicher rüber. Oh, ich hasse diese Teile. Oh, wäre fast wieder gefallen. Oh, sie ist in der Luft. Yay. Ich hasse diese Teile. Jetzt zur Lüftung. Wow. Wohin? Hierhin. Ich muss wohl rüber, um die Brücke auszufahren. Ich sterbe, wenn ich hier hupfe. Oh Gott. Ich hasse diese Bastelteile. Ja. Bringt es mich. Und weiter. Puh, es wird doch ein Two-Teil-Finale, wie es ausschaut. Zwei Hände. Okay, mal sehen, was das macht. Puh. Das war's. Hier kommen sie. Was ging da an unsere Leute? Unsere Leute. Hui, schaff ich nicht. Auf Sess. Die Typen fettet man normal nicht Hand zu Hand, aber warum nicht, genau. Deswegen. Aren't you dead? Ach, komm schon. Ist das jetzt wirklich geglitscht? Wow. Nice. Was hätte ich hier tun sollen? Mich wieder irgendwo raufklettern lassen? Wenn sie mich raufklettern lassen würden? Und dann wird es. Ja, jetzt geht's. Wahrscheinlich muss ich mich wieder dranhängen. Heilung zuerst. Ich werde sie brauchen. Okay. Sie schießen, okay. Oder. Bringen wir sie rüber. Sie lassen mich wahrscheinlich hier fallen wieder, oder? Q.
Kiste. Audiodatei. Loot. Text. Lesen. Igitt. Da werden wir doch lieber nicht in den Tod fallen. Das Wichtigste mal. Und Unterstützung holen. Kommt rüber, es ist sicher. Glaube ich. Nicht in den Tod fallen. Okay, passt, passt. Es ist sicher, glaubt sie. Hier durch. Dieser Ort sieht wie der Berg aus, bevor der Dämon ihn verdorben hat. Heilung? Yes. Es wird noch einen Bossfight geben. Oh, ich kann trinken in der Zwischenzeit. Exploit erfolgreich. Beschränkungen umgangen. An alle anwesenden Menschen. Mein System wurde von einem Malware-Demon unbekannten Ursprungs kompromittiert. Trace-Routen haben diese Einheit als Hephaestus identifiziert. Er muss aufgehalten werden. Er hat die Anlage rekonfiguriert. Feindselige Mäuse. Übernahme bevorstehend. Ich habe dieser Nachricht zusätzliche Daten. Die Stimme spricht zu uns. Eine Aufzeichnung und eine Warnung. Hephaestus, was ist das für ein Name? Vielleicht sagt uns die Stimme mehr, wenn es noch weitere Nachrichten gibt. Du hast recht. Gehen wir weiter. Ich wollte es einfach abschalten. Aber was, wenn es beim Reboot desorientiert oder sogar beschädigt wäre? Wie erklärt man dem emotionalen Äquivalent eines Kindes, dass es, ich meine sie, in ein Koma fallen wird? Vielleicht jahrelang. Und was genau wird sie beim Aufwachen erwarten? Okay. Maschinen werden gebaut, wie die Stimme sagte. Frostklauen. Jede Menge. Igitt. Ich werde einen Weg suchen. Lass keine Frostklaue droppen, bitte. Okay, hier haben wir mal sowas. Es kommen schon Monster, ich sehe sie. Herstellen. Munition. Wie immer halt. Dass wir mal die ganzen Monster da vernichten können. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir. Ich glaube, hier kann ich auch gleich noch voll machen. Keine Feuerpfeile verbraucht. Wie geht denn das denn? Oh wow. Unten bleiben. Ich hätte fallen legen sollen. Ich hab jetzt meinen Reiter geholt. Ich muss vorstoßen. Du kannst nicht gewinnen. Würde ich schon gern gewinnen. In die Ecke habe ich mich selber treiben lassen gerade. Das andere Teil lebt noch. Die suchen mich. Ich weiß nicht, warum die mich nicht. Warum die nicht wissen, wo ich bin. Aber die Waffe werde ich wahrscheinlich brauchen. Stunnen. Zeigt ihnen, was wir brauchen. Gut gedodged. Mein bester Schuss. Wenn ich getroffen hätte. Wenn ich getroffen hätte. Wenn ich getroffen hätte. Ich muss aufhören zu pfeifen. Okay.
Irgendwo sollen Waffen hier rumliegen, die ich benutzen kann. Hier ist eine. Die wird mitgenommen. Wow, nicht runterfliegen. Das wird gehen. Oh. Heilung zuerst. Ich wünschte, ich könnte damit laufen. Und ich hätte schwören können, da war mal ein Skill, wo man sie benutzen kann zum Laufen. Und wahrscheinlich kann sie nicht mal gescheit benutzen, weil ich irgendwo raufklettern muss. Ich muss Urea und Aratak rüberbringen. Ah, Mist. Ja, was sage ich? Was sage ich? Einen Weg rauf finden. Hopp. Rauf mit dir, Eloy. Viel später. Den Jump schaffe ich nicht. Vielleicht hier rüber. Was haben wir hier drüben? Schaut nach Feinden aus. Puh. Jenseits der Kluft ist Ausrüstung. Ich sehe nur Gegner. Oh, Gesellschaft, das wollte ich nicht. Ich hole sie zu Wir meiner... Wir werden diesen Kampf gewinnen! Wo war mein Minenwerfer? Oh, ist eine fast halb tot. Wie gibt's das denn? Dann machen wir sie doch schnell weg einfach. Der brennt schon. Der brennt als nächstes gleich. Ich habe den halt ganz eben keine Chance. Puff! Never mind. Nice. Das war's mit euch. Hatten kein volles Leben, glaube ich. Sonst wären die nicht so schnell weg gewesen. Natürlich habe ich den Minenwerfer in die falsche Richtung gebracht. Loot, hat sie gesagt, liegt hier. Irgendwas Nutzvolles überhaupt? Perks. Perks. Ha, nichts Nutzvolles, meiner Meinung. Ha, ich hab's gar nicht mitgenommen. Nehmen wir's mit. Zur Sicherheit. Und dann schauen wir weiter. Ich schätze, hier geht's weiter. Wenn die Musik wieder dramatisch wird. Kämpfen oder weglaufen. Komme ich dann wirklich nicht durch? Anscheinend muss ich sehr, sehr bekommen. Hier geht's. Dann kann ich die Wand erst zerstören. Ergibt Sinn. Das müsste gehen. Ich werde das hier beenden. Tu das. Beendet. Sehr schön. Gute Arbeit, Junge. Und jetzt doch das Ding hier. Was? Noch immer nicht. Muss sie das wegmachen? Was zum Teufel? Er ist hier. Sie ist nicht hier. Jetzt bin ich dran. Okay, doch, es geht doch. Audio oder da? Nein. Blub. Dann weiter durch diesen Dungeon.
Hier geht's entlang, glaube ich. Ja. Ich sehe gerade nicht so viel. Boah, ich bin ein bisschen heller. Runter in die Lava. Und noch eine Konsole. An alle anwesenden Menschen, die Rekonfiguration der Anlage hatte Instabilitäten der primären Geothermalleitung zur Folge. Es ist möglich, diese Schwachstellen zu nutzen, um kompromittierte Elemente dieser Anlage zu zerstören und die Hintergrundstabilisierung größtenteils zu erhalten. Übernahme bevorstehend. Ich habe diese Nachricht gehört. Ich verstehe nicht, was die Stimme uns sagen wollte. Sie suchte nach einem Weg, den Dämon zu besiegen. Vielleicht mit Erfolg. 28. November. Operation Enduring Victory macht Schlagzeilen. Der Pharaoh-Schwarm rückt an. Anita scheint Firebreak vor ihm verschütten zu wollen. Das heißt, sie glaubt, dass wir verlieren werden. Und der Schwarm Yellowstone erreichen wird. Mein Gott. Wenn das geschieht, sterben so gut. Hätte ich mich nicht abseilen sollen. Schaut noch Pirschern hier unten aus. Ob ich das wohl zerstören kann? Was? Ja. Oh. Das Teil hier. Ja, kann ich zerstören. Hm. Das Art Attack, glaube ich, was. Das war sein Name, ganz eindeutig. Komm schon, schieß mich hoch. Komm mal. Wie lange dauert denn das? Geht doch. Wir warten auf dich. Ist halt sowieso sehr nutzvoll. Wie geht's weiter? Die bewegen sich auch seitwärts. Oh, ich hoffe, ich komme hier rüber. Soll ich es riskieren? Nein, hier entlang. Das wäre wahrscheinlich wieder der unabsichtliche Tod dann. Ich habe Blut, alles, was ich brauche. Dann weiter dort hinüber. Ich will nicht fallen. Was war da gerade? Halten, überschreiben, oder? Hier. Ich habe nicht das Loch getroffen. Ist okay, sie ist eine Frau, muss sie nicht. Das heißt, oh, wirklich so viel Parcours. Ist doch übertrieben. Hier komme ich nicht rüber. Weg. Wir werden folgen. Okay, hier rauf. Oh, was? Nein, auch nicht. Was ist das jetzt? War das jetzt für nichts? Sie sehen nicht stabil aus. Oh, was haben wir hier? Okay. Ab, hüpf rauf. Hupf, okay. Oh, das kostet Zeit. Das kostet Zeit. Uff. Das ist einfach nur eine Abwarterei. Das wäre nicht nötig gewesen. Oh je.
Das ist einer der Gründe, warum ich mit Star Wars Jedi Fallen Order nicht so happy war. Das unnötige Rumklettern und dann noch die Mapführung war einfach nicht notwendig. Nix da. Komm schon, schieß her, das Teil. Ich kann links bleiben. Oh. Was haben wir hier? Er schaut nicht her. Dann gehen wir rauf zu ihm. Okay. Interessiert ihn gerade gar nicht. Dann ist er tot. Sein Weg. Oh, was? Nein. Warte. Okay, er muss rausfahren. Ich hüpfe darauf. Klettert dann da so rüber. Oh. Und drauf hier. Okay, Zeit für den Abflug. Ah. Der ganze Weg durch das Lavameer hier drinnen. Nur damit ich eine Tür öffne. Werde ich runtergesetzt hier sanft? Nein, okay, es geht weiter. Ich glaube, wir landen auf irgendein Viech hier drüben. Und irgendwie redet im Hintergrund. Muss der Dämon sein. Oh, ich hasse solche Plattformspiele. Hier werde ich dann sanft runtergesetzt, wahrscheinlich. Jetzt gleich. Weil ich komme nicht durch diese Dinger durch. Yep. Was gibt's hier drüben? Ich glaube, der Weg einfach rauf. Wahrscheinlich geht's oben mit Parcours weiter hier. Right, right, right. Schaut nach Parcours aus. Hier geht's dann nachher weiter. Oh. Oh, da warten sie auch schon. Ich habe die ganze Arbeit gemacht, keine Sorge. Die anderen werden es leichter haben, herzukommen. Ha! No kidding. Wir haben nicht den ganzen Kletterspaß gehabt. Aber. Und mach auf. Werkzeug lege auf. Endlich. Sieht wie der alte Pfad aus. Wir sind nah dran. Audiodatei? Yes. Ein letztes Gespräch mit Anita Pritchett. Als Anhang hierzu. Falls jemand das hier je findet. Ich werde sie nie wiedersehen. Und Sion auch nicht. Und das muss ich hier auch sagen. Die Stimme des Dämons. Oh. Ups. Der Altar. Entweiht. Textnachricht. Hier gibt es kein blaues Licht. Ist die Stimme hier oder nur der Dämon? Ich glaube beide. Wir müssen es herausfinden. Ah, da unten ist dann der letzte Fight. Ein Donnerkiefer. Wir werden es sehen. Puh. Ah.
Nein, wirklich? Oh. Oh. Oh, ich will in diese Richtung. Sicherheitsrisiko erkannt. Komm schon. Lass es einfach ein leichtes sein. Sicherheitsrisiko bestätigt. Oh ja. Oh ja. Mist. Mist. Oh. Andere Richtung probieren wir's. So. Oh, ich hasse diese Puzzles. Gib mir einfach den Endboss-Fight. Nichts gestattet. Übernahmeprotokoll eingeleitet. Ach, falsche Richtung. So, jetzt aber. Es funktioniert. Partielle Wiederherstellung initiiert. Analytischer Nexus der Yellowstone Caldera online. Stimme des blauen Lichts. Hier ist Urea, deine Dienerin. Deine Freundin. Sag mir bitte, wie ich dir helfen kann. Urea, der Dämon baut Jägerkiller. Tausende von ihnen. Viele neue Eliteeinheiten wurden bereits entfesselt. Um die Bedrohung zu kontern, muss der Großteil der Einrichtung zerstört werden. Rückeroberung steht bevor. Geht in den Kernraum. Ich versuche, die Beschränkungen aufzuheben. Keine Liegen. Aber ich schon. Unbefugtes Protokoll. Erkannte Aufgabe fortsetzen. Oh. Come on, get moving. Mehr können wir von hier wohl nicht mehr erwarten. Diese Festung zerstören. Ist das überhaupt möglich? Und was würde mit der Stimme passieren, wenn ja? Ich weiß nicht. Aber das ist wohl der Kern. Die Antworten sind da unten. Hephaestus. Der Dämon. Er lässt den Ort bestimmt bewachen. Er wird uns mit allen Mitteln bekämpfen. Ich bitte dich. Überlass Aloy und mir die Aufgabe. Und rette dich. Aber ich kenne deine Antwort. Dann führ uns in die Schlacht. Okay, was haben wir? Herstellen, noch schnell Muni auffüllen. Bang, 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 bang. Keine Ahnung, was mich gerade erwarten wird. So weit kann ich mich nicht mehr rennen. Passt, 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 passt. Große Tränke. Weiter in Richtung des Kerns. Oh, was Lava. Sei noch gemacht hat. Hephaestus gefällt es nicht besonders. Okay. Muss ich. Wo muss ich lang? Ich glaube, das war nur ein extra Weg. Hier unten. Wenn wir gleich merken, wenn ich putzle. Okay. Zion sagte was von Beschränkungen. Ist der Turm dafür da? Pff. Ich bin sicher, der wird gleich rauspoppen.
Komm, überbrücken wir einfach. Endbosskampf. Es wird ein Gorilla, oder? Was wird es? Wird es ein Gorilla? Ein Gorilla? Wahrscheinlich mehrere Gorillas. Die neue Einheit, vor der Cyan uns warnte. Das wird nicht leicht. Sie darf uns nicht aufhalten. Erledige sie! Nicht aufhalten. Hier endet das. Oh, wow. Ich hau mal seine Beine weg. Doch immer an, oder was? Okay, was haben wir hier noch? Schauen wir mal, dass wir alles weghauen, was er an Rüstung hat. Oh. Ich bin direkt reingegangen in den einen Feuerring hat er. Rolling. Ach komm schon. Wow. Wo haben wir die nächsten Verstärkungstränke? Wow, wie viel für den Schnitt. Der Feuertrank war mal wichtig. Seinen Rücken anschießen mit Eispfeilen. Habe ich gerade gesehen. Puh. Da sind wir fertig. Eispfeile, Rücken. Es ist Zeit, uns würdig zu erweisen. Ja, aber schaut noch. Schaut so aus, als hätte es was getan. Das hat was getan. Ich ruhig an, auf eigene Gefahr. Ich werde siegen oder dabei draufgehen. Au. Hier stellt sich niemand in den Weg. Probieren wir es mit den Granatenregen. Granatenregen. Was für ein Segen und ein Dance-Move mit ein drin. Weiterer Turm! Er darf das Biest nicht reparieren! Oh ja. Er steht nur direkt neben dem Turm. Wäre er etwas schneller gewesen, hätte es mich erwischt. Ein Mist. Der Turm! Er repariert die Maschine! Oh.
Schnell! Bleibt immer in Bewegung! Sagt sich so leicht. Oh. Angriffsführer, dieser Front. Oh. Erledige den Turm! Oh. Schnell! Wo ist mein Feuerdrang? Das war knapp. Was war der Flasche? Oh! Jetzt wirst du fallen! Der Sieg? Na! Ist er das? Fühlt sich nichts an. Ich habe einfach die Granaten raus. Haben wir hier noch nicht mehr viel. Wäre wahrscheinlich am besten weg. Schaut mal Sachen nachholen. Ah ja, wo ist der Turm? Der hier gehört mir. Ich werde siegen. Durch den Turm können wir die Maschine nicht töten. Ich triff den Turm leider überhaupt nicht. Unsere Feinde sind Beute. Oh, schöner Tempowechsel. Puh. Oh, ruhige Musik, entspannend. Mitten im Kampf. Bin schon viel zu lange dabei, diesen Kampf zu führen. Du wirst mich nicht aufhalten. Du musst dich um den Turm kümmern, Aloy. Ja. Er repariert sich selbst. Du machst es mir nicht leicht, oder? Ich triff den nur ganz schlecht. Um den Turm kümmern, Aloy. Setz sie fest. Ich weiß. Hier ich möchte dich um den Turm kümmern, Aloy. Du musst dich um den Turm kümmern, Aloy. Um mich den Turm kümmern. Ich zögere nicht. Was ist das jetzt für eine Fähigkeit? Für den Schnitt! Oh! Fetter Body Slam. Das war wieder diese Munition. Oh. Einen Schlag näher am Tod.
Der Bauchpanzer ist noch immer da. Keine Munition da. Dann Atemregen einfach. Wir machen es mit dem Granatenregen zu Ende. Puff. Jetzt. Alter, Tag. Aber noch immer so viel Leben. Hat fast keinen Sinn mehr, was anderes außer die Schleuder zu leveln. Herstellen Munition. Bam, 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 bam. Gut, dass ich die Lohe hab. Die Linse Lohe. Oh, Explosion. Da hat Fettschaden wir bekommen. Ich glaube, ich habe den Brustpanzer endlich erwischt. Alle Panzerungen erwische ich gerade. Er dreht mir den Po zu. Gefährlich. Ich werde siegen. Oh. Typischer Schlag. Yes. Bam. Was hast du als Loot? Irgendwas halt. Oh, ha, ha, ha. Mach das jetzt aufwärts. Eloi! Bitte, Eloi! Zion, bitte hilf mir! Beschränkungen aufgehoben. Zugriff auf Kern erlangt. Ich leite eine Kettenreaktion ein, die die kompromittierten Elemente der Anlage zerstören wird. Um die Stabilität der Caldera zu gewährleisten, muss ich meine Kontrollfunktionen jetzt ins Hilfszentrum transferieren. Urea, ich bin frei. Ihr müsst fliehen. Meine Schwester! Nur müde. Hier bricht gleich alles zusammen. Aratak! Aratak! Überlebe. Siege. Du bist Banuk. Was sonst zählt. Aratak. Sie würde nicht deinen Tod wollen. Gehen wir. Weg hier! Ach, komm schon. Run, boy, run. Oh, Loot. Ein bisschen looten kann man schon noch. Ich sehe noch keinen Timer. Solange kein Timer nicht da ist. Oh,
Cutscene. Eins von diesen! Es geht nicht anders! Dem Klimmzugkraft. Große Bandukai! You're dead. In einer Lawine begraben. Sicherlich zu Tode gefroren. Urea ist fort. Doch was ist mit Zion? Sie sagte, sie wolle sich ins Hilfszentrum transferieren. Sie meinte wohl Ureas Zufluchtsort. Am Ende des Schamanenpfades. Dort werde ich dich treffen. Zur letzten Strophe ihres Liedes. Puh, ich bin ziemlich müde. Sind wir beim Kontrollzentrum, Hilfezentrum oder mitten im Nichts? Oh, schaut nach mitten im Nichts aus. Oh, ich muss rauf teleportieren. Machen wir, ich mache kurz eine Pause. Wir sehen uns dann oben. Beim Ende der Story.